Hamburg-Neuhof im Driveline Technology Center der BP. Hier entwickeln Fachleute die neuesten Getriebe und Spezialöle für den weltweiten Markt. Bevor ein neues Produkt Marktreife erlangt, vergeht viel Zeit. Schritt für Schritt wird an der Formulierung getüftelt, bis aussichtsreiche Ölsorten intensiven Tests an den Prüfständen unterzogen werden können. Hier zeigt sich dann, welcher der Schmierstoffe in der praktischen Anwendung die Anforderungen optimal erfüllt. Ein von den Getriebeherstellern anerkanntes Produkt verlässt das Driveline Technology Center erst nach durchschnittlich 5 Jahren Entwicklungsarbeit. Manchmal dauert es sogar noch länger. Ist die optimale Formulierung gefunden und vom Hersteller freigegeben, erfolgt die Mischung der Fertigprodukte im Schmierstoffwerk Hamburg-Neuhof. Von der 1-Liter-Flasche bis zum Tankwagen, der mehrere tausend Liter Schmierstoff fasst, kann hier eine Vielzahl aller gängigen Gebindegrößen abgefüllt werden. In 2 Schichten arbeiten die Menschen fast rund um die Uhr, damit Automobilhersteller und Werkstätten das passende Produkt immer vorrätig haben. BP beliefert von Hamburg aus die Welt mit Schmierstoffen für Getriebe und Achsen. Auch Motorenöle der Marken Aral und Castrol werden hier produziert und anschließend in große Zwischenläger oder direkt zum Abnehmer transportiert. Björn Schiefelbein ist bei BP zuständig für den Vertrieb der Schmierstoffe an Autohäuser und Werkstätten im gesamten norddeutschen Raum. Hier schult er Mitarbeiter von Werkstätten. Nur eine von vielen Serviceleistungen der BP. Das ist ein klassischer Baustein im Ölgeschäft. Dort gibt es ja nicht so viele verschiedene Parameter, wo man dort Unterstützung leisten kann. Das eine ist das Mitnahmeöl und das Nachfüllöl. Und in dem Zuge bieten wir den Serviceberatern, weil das sind ja später die Personen im Autohaus, die unsere Produkte vermarkten. Dort bieten wir Schulungen an, Werkstattabende klassischerweise, aber auch die modernen Formen über Online-Meeting oder über Telefonkonferenzen bieten wir alle verschiedene Möglichkeiten an. Der Markt der Autowerkstätten ist hart umkämpft. Dort gibt es sehr viele Ölanbieter, die ihre Produkte vermarkten wollen. BP verfolgt hierbei eine ganz klare Strategie. Wir versuchen, durch unseren Mehrwert unsere Kunden für uns zu gewinnen. Wir besuchen nun einen Kunden von BP und sehen uns direkt vor Ort an, wie ein Getriebeölwechsel vonstatten geht. Bei Autonova in Glinde bei Hamburg fährt Werkstattmonteur Holger Schüssler den PKW eines Kunden in die Werkshalle. Ein Wechsel des Getriebeöls ist meistens erst nach deutlich mehr als 100.000 Kilometern Fahrleistung vorgeschrieben. Dennoch kann sich ein Ölwechsel auch schon früher anbieten. Zum Beispiel bei vielen Fahrten unter erschwerten Betriebsbedingungen. Spätestens wenn es zum Schaltkratzen kommt oder die Gänge nur noch schwer einzulegen sind, ist die Zeit reif. Der Ölwechsel ist eine Sache von wenigen Minuten. Mit einem speziellen Gerät wird das alte Getriebeöl dem Motor entzogen. Danach injiziert Monteur Holger Schüssler eine spezielle Spülflüssigkeit in das Getriebe, um Ölrückstände zu lösen. Erst dann gelangt das neue Öl in das Getriebe. Meist reichen 4 bis 5 Liter aus. Danach läuft das Getriebe wie am ersten Tag. Schaltvorgänge funktionieren wieder reibungslos und ruckelfrei. Und nicht nur wegen des höheren Fahrkomforts lohnt sich ein rechtzeitiger Wechsel des Getriebeöls. Es ist auch ein Beitrag zum Werterhalt des eigenen Fahrzeugs. Hier bei Autonova kostet ein solcher Wechsel komplett knapp 400 Euro. Ein neues Getriebe wäre mit etwa 7.000 Euro um ein Vielfaches teurer. Bei Autonova setzt man ausschließlich auf Produkte von Castrol. Das Besondere an dieser Partnerschaft, das ist die Zusammenarbeit mit dem ganzen Team. Es ist die Bereitschaft, Schulungen zu bieten und zu unterstützen, marketingtechnisch zu unterstützen, in Sachen Schulung uns zu unterstützen, Mitarbeiterfortbildung. Auch gerade im Kundendienstbereich, im Servicebereich, unsere Kundendienstberater entsprechend auch vorzubereiten, in der Lage zu sein, dem Kunden dieses Öl, dieses Produkt von Castrol eben auch erklären zu können. Das Auto des Kunden fährt nun mit neuem Getriebeöl von Castrol aus der Werkshalle.